Ich hab ein Video gefunden, das heißt Kollegah-Lines, die niemand checkt. Geht nur 3 Minuten. Habt ihr Bock darauf? Kollegah-Lines, die niemand checkt. Das werden wir uns jetzt mal reinziehen. Ich bin gespannt. Ich hab's mir selber nicht reingezogen. Okay, ich mache ein kleines Intro an der Stelle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Ich bin immer wieder für euch am Start. Und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem motherfucking Zweitkanal an der Stelle. Und zwar werden wir jetzt auf ein Video reagieren, welches sich nennt Kollegah-Lines, die niemand checkt. Ich bin gespannt. Erstmal Werbung, natürlich wieder. Ich mache YouTube Premium demnächst. Snickers Creamy, na Mann. So. Auf jeden Fall werden wir jetzt reingehen, Freunde. Ich bin gespannt. Ich habe selber das Video noch nicht gesehen. Let's go. Nee, ist klar, Digga. Ich stehe am Laufbalkon, Zigarre in der Fresse. Was ich mir erkämpfte, ist ein hoher Rang, so wie bei Tekken. Doch als ich immer weiter. Ich stehe am Loftbalkon, Zigarre in der Fresse. Was ich mir erkämpfte, ist ein hoher Rang, so wie bei Tekken. Okay, aber das versteht man doch, oder? Hoher Rang. Hoher Rang. Ah, okay. Krass, Digga, nein. Ich hab's nicht gecheckt. Da hat er mich direkt mit der ersten Line gehabt, jo. Auch die Musik hinten dran gelegt, voll nice. Ich hab zwar einen schlechten Ruf, dank der Gangster-Rap-Alben, doch ganz ohne Ruf kannst du keine Echos erhalten. Ich hab zwar einen schlechten Ruf, dank der Gangster-Rap-Alben, doch ganz ohne Ruf kannst du kein Echo. Keine Echos erhalten. Da ist auch irgendwas noch versteckt, außer dieses mit Ruf und Scheiße, ich komm nicht drauf, Bruder. Und noch immer zerballern, meine Tracks Mit Echo ist nicht nur. Ah, ey, Digga. Ich küsse dein Herz, Kolle. Ja, du bist der krasseste, Digga. Mit Echo ist nicht nur der Musikpreis gemeint, sondern auch das Widerhallen eines Rufs. Geiler Typ, Alter. Ich hab deine Nutten, Mama, mal wieder bis morgens um 4 gebangt. Mein Riesenglied in sie gezwängt, ihr die Zeit mit mir geschenkt. Will jetzt noch bis 7 pennen. Doch komm ich runter und setz mich an Küchentisch, will ich paar Teller sehen, wie im Kniegelenk. Will ich Patella sehen? Patella. Patella. Wie im Kniegelenk. Patella ist, glaube ich, auch was anderes, ne? Irgendwas so eine Patella, glaube ich, oder? Proteingetränk, der Shake muss. Ja. Das wusste ich, weil ich selber eine Knieoperation hinter mir habe an der Stelle. Bischu. Ah, ich muss den Titel noch ändern. Skrrr. Niemals Angst und Panik. Ich weiß, dass Mama stark ist. Auch wenn Felix vor dem Sturm steht. Adnan Çatıç. Ah ja, okay. Felix Sturm, Adnan Çatıç. Den haben wir. Kollegas Vorname ist auch Sturm. Felix, haut's. Pose vom Rambo und mit Hardcore-Babes im Dorf. Denn das Sternmagazin will ein Starporträt vom Boss. Will nen Schnappschuss bekommen und nen Star skizzieren, wie die Locken dieses Hutch-Kompagnons. Star skizzieren, wie die Locken dieses Hutch-Kompagnons. Star skizzieren, da ist irgendwas drin, aber ich weiß nicht was. Geil, Digga. Die Macher gesagt. Kollegas Vorname ist auch Sturm, haut's. Jonas ist auch da, was geht, Bro? Ist gut? Ah, Star skizzieren. Stars. Alter, Star skizzieren. Alter, Starsky und Hutch damals, Bro. Du hast mich gefickt, Alter. Grüße gehen raus an Kollegah, den motherfucking Boss, yo. Langsam fucken dich die Hardcore-Magazine ab. Doch dein Girl will nur Sex mit dir, wenn sie keine Vibrator-Batterie mehr hat. Drum hast du Porn-Tapes, mach dich da. Aber dein Sex-Life bleibt wohl imaginär, wie dieses Land in Nordwestafrika. Imaginär, ja, bleibt immer Guinea. Guinea, das Land. Das ist eine der Alben, die ich richtig hart gefühlt habe damals.
Schlagern vor meinen gotischen Willen. Das Volk dreht durch wie die Macher des Victoria-Films. Haben jeden Ort hier erobert, jedes Dorf. Das Volk dreht durch wie die Macher des Victoria-Films. Bitches lagern vor einem gotischen Willen. Victoria, Film, der in einem Take ohne Schnitt durchgedreht wurde. Ah. Das Volk dreht durch wie die Macher des Victoria-Films. Okay. Jeden Ort hier erobert, jedes Dorf. Woher weiß der das alles, Digga? Wo holt er sich die Information her für diese Lines? Und vor allen Dingen, was ich mich am meisten frage, ist, wie schreibst du Texte, Bro? Ich würde gerne einmal dabei sein, wie der Bre Texte schreibt. Wie der dann auf die Sachen kommt und so. Weißt du, was ich meine? God damn. Alpha-Tier, auf der Fährte der Jagdspuren. Alpha-Tier, wie die erste Koransure. Alpha-Tier, wie die erste Koransure. Al-Fatiha, ja? Irgendwie so, oder? Ja. Ja. Jo, verneig dich vor dem Drogenboss. Sonst klatscht er dein Schädel auf die Eckkommode wie Designer das Rhinoceros. Vor dem Drogenboss, sonst klatscht er deinen Schädel auf die Eckkommode wie Designer das Rhinoceros. Dein Schädel auf die Eckkommode wie Designer das Rhinoceros. Dein Gehör ist fett. Was ist los mit dem, Digga? Eckkommode, Eckkommode. Ah ja, Eckkommode, alter Dicker. Nice. Bin der abgefuckte Boss, neigt ins Extreme. Ich bin immer noch G, als wär ich Tschetschene. Du hast Dreck. Ich bin immer noch G, als wär ich Tschetschene. Noch G, wer ist noch G? Immer noch G. Immer noch G. Nochchi ist die Selbstbezeichnung der Tschetschenen. Alter, Bruder, ja, ich schiss dir, Alter. Geiles Video aber, ne? Fühl ich, Bro. Cooles Video, Digga. Sehr cooles Video auf jeden Fall. Kollege der Boss, man. Grüße gehen nochmal raus an der Stelle. Geil, die Mara gesagt, geisteskranke Lines von Kolle, da muss ein kranker Geist dahinter stecken. Fühl ich.